Der Geschichte von Josef. Josef aus dem geliebte Sohn und verdorbene Sohn. Josef aus dem Dreimer. Josef aus dem Sklave. Josef in Gefängnis. Josef aus der Regierer von Ägyptenland und Josef trägt mit seiner Bräute und Josef ein Bild von Jesus Christus. Willkommen zu der evangelischen Botschaft Radioprogramm. In diesem Monat habe ich probiert zu bekicken die Geschichte von Josef und wollt wie du von alles kann lernen. Ich hoffe, du bist gesegnet. Mein Name ist Wes Heppner und danke schön, dass du hier von dir bist für das dritte Port. Und wenn Gott das so will, dann wird er noch ein viertes Port sein im Oktober von der Geschichte von Josef. Ich bin so dankbar, dass Gott hat dort aus Gott angesehen, dort wie der Old Testament haben. Diese Geschichten, wo wir können lernen und sein, wo Menschen verschiedenste Dinge durchgehen deuten und wo Gott ernt, leiden und führen deuten. War ein Dankeschön für hier sein, wo immer du von dir horchen lässt, alt oder jung, vielleicht hörst du im Hospital, vielleicht bist du allein, vielleicht bist du auf einem siedenden Port von der Welt, nur in einem Port von der Welt, in Europa, wo immer du bist. Dankeschön für von dir horchen. Dankeschön für das schöne Leid. Du hörst hier in der evangelischen Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner. Dankeschön für hier sein. Wieder in der Geschichte von Josef und Walt Cavalier. Wir sind in der dritten Port und wenn Gott dort so will, dann wollen wir auch dort vierte Port haben. Aber was haben wir so weit gelernt? Ein wichtiger Punkt am Anfang,
Josef sein Leben funk an aus dem verdarvener Sehen. Aber dann ward er ein göttlicher Mann. Und dort liet uns bloß werden, wie han wo euer Fung meint nicht dort wort sein wird, wort am eng sein. Der zweite welcher Punkt, dreim wort sein der wird in uns Leben. Dort mat stemmen mit Gott sein Wort. Der dritte welcher Punkt, es an Rach even trägt holen. Wort es uns in der Tür today, wort uns han weihe tun. Kevi dei verjeven? Kevi dei Gnade und Barmherzigkeit wiesen? Der vierte welcher Punkt, es unsere Umstände, die Brücken uns nicht kontrollen. Wie können Schäden, was wir wollen mit unseren Umständen tun? Was ist unsere Natur? Was ist unser Sein? Josef ging von alles hin, zum Sklaven sein. Und danach wird er gesegnet und er hat Erfolg. Der fünfte welcher Punkt ist von der Versiegung von Last oder Unreinheit. Josef, was hat er? Er hat diese Versiegung und er Rand. Und lieber Freund, wenn du diese Versiegung hast, dann ist krank diese Route für dich. Ran von der Weich. Der sechste Punkt, Gott kann dich segnen, wo immer du bist. Wir werden wieder gehen in die Geschichte von Josef von dir, für wie dort dann, wer wird auch beten. Himmlischer Vater, wir kommen von dir und dir, wir danken dir, wir preisen dir, wir loben dir, dass du der Gott von Himmel und Erde bist. Du hast alles gemerkt, du weißt alles, du sitzt alles, du kennst uns, du sitzt unser Sinn, du sitzt, wo wir können, wie Kart kommen und danach hast du uns eine ewige Leben. Himmlischer Vater, ich bete für das Radioprogramm, dass dort würden Segen sein, Menschen würden getrocknet sein und die. Und besonders, wenn da irgendeiner ist von der Wort, noch niemals hat die Entscheidung gemerkt für die, dass von der wo den Tag sein würde, diese Entscheidung können merken. Ich danke die Himmlischer Vater für diese Gelegenheit. Ich bete, dass dein Heiliger Geist wird leiden und führen auf das Radioprogramm. Wir beten das im Namen Jesus Christus. Amen. So, wir haben groß gelesen, das letzte Werk von der Port von der Geschichte, wo Josef sagt Nein zu der Versiegung von Last. Aber was passiert? Er ist in Gefängnis hineingeschmieden. Er ist anrecht behandelt. Als du dort mal so warst, du hast dort reichtet getan und danach bist du anrecht behandelt. Was passiert mit dort? Wie kann sein, er ist danach einmal gesegnet bei Gott. Er wird nicht besser. In Kapitel 40, wenn wir dort würden lesen von 1. Mose, das sagt uns, Josef ist im Gefängnis. Und das redet von dreien. Da sind zwei von Pharaos seine Diener, die auch im Gefängnis sind. Und die sind im Gefängnis und stoß hier gewasst und eine Nacht haben die einen Träum. Und die sagen, Josef, ihre Träum. Und er sagt ihnen die Bedeutung von ihren Träumen. Und da passiert krank, dass Josef ihnen dort hat gesagt. Und bietet, kann wir sein, dass diese Bedeutung von Gott kommt. Wir würden vielleicht diese Geschichte lesen, dass das passiert den nächsten Tag, wenn Josef im Gefängnis war. Aber wirklich, Josef hier im Gefängnis vermisst 13 Jahre. Tag für Tag. Da soll man was tun. Er soll man rückkehren. Rückt das Gefängnis. Aber wichtig ist, dort zu weiten, dass Gott hat einen Plan für Josef sein Leben. Und Gott hat auch einen Plan für dein Leben. Wenn wir daran denken, wie weit in der ganzen Geschichte von Josef? Aber wenn er was im Gefängnis sein gewasst, er weiß nicht, was würde passieren. Aber er vertraut Gott, dass Gott nicht hat für jeden von ihm. Kriegst es wie von dir, kann Gott vertrauen, dass er nicht für jeden hat von uns. Gott jäfft uns nicht immer, was wir wollen, aber einzigmal jäfft er uns noch, was betritt, als wir uns können wünschen. Gott sein Willen für uns Leben, sein Plan, es wirken ganz anders als uns Plan, wenn wie kann ich das ganze Bild sein. So diese zwei Männer, die haben Träumen, Josef sagt in der Bedeutung von diesen Träumen, er fragt bloß ein Ding von diesen Männern. Ein von deiner wird leben bleiben, und er wird wieder den König dein, wenn das ein deiner wird an ihm denken, wenn er trägt im Palace ist, wenn er trägt durch den Pharao dein Dad. Aber was passiert? 1. Mose 40, 21 bei 23 sagt, und er jäuf dem Anschenkja wahre sein Fähet umt, so dort er wahre dem König sein Koffel arm in der Hänge jäuf. Und er leit dem Baker hängen, so aus Josef dort gediet hat. Den Anschenkja aber hielt Josef nicht im Denk.
und für Gott von Arm. Wie kann sein, das ist die letzte Prüfung für Josef. Das ist das letzte Mal, dass er wird so eine Enttäuschung durchgehen. Er ist für mehr 13 Jahre im Gefängnis gewesen. Er hat Träume, Bedienung. Er hat die Bedienung von Träumen gesagt. Und nun hat er gesagt, vielleicht wird er ein Weg rüber in die Gefängnis zu kommen. Und wenn du da in die Gefängnis wirst, in Josef Sinne steht, er hat gelebt in die Gefängnis mit Unhub. Und wir wissen nicht, wie lange er soll da noch bleiben. Aber nun ist er ein Diener von Pharao. Und er hat ihm gesagt, denk an mich. Sei den Pharao von mir. Und es mohnt für Gott von Josef. Da passiert nicht. Er muss noch vielleicht 2 Jahre lernen. Und danach, Gott sein Plan hat nicht geändert. Aber das muss sehr negativ sein, was für Josef meistens Depressionen gebracht. Und danach vertraut er Gott. Er hält seine Hoffnung in Gott. Und der Lehre, was wir kennen lernen von dem, ist, vertraut Gott, nicht deine Umstände. Wir sind vielleicht durch so eine Dinge gewasst, wenn alles erreicht. Und dann sei wie du ein Bett Hoffnung, und dann sei wie du ein Bett Licht, dann auf einmal ist das Licht wahr, weich. Kann wie dann an Gott festhalten? Die Bibel sagt, schmied jene Sorgen ab Arm, für hei sorgt für jünt. Die Bibel sagt, vertraut dem Herrn mit dem ganzen Gott. Und nicht in deinem inneren Verständnis. In all deinen Wege bekannt den Herrn. Und dann wird er den rechten Weg wiesen zum Gehen. Diese Geschichte von Josef, mehr 2000 Jahre zurück, ich glaube, viele von uns kennen uns krank in seine Schönendung. Wenn du von der Ankunft durchgehst, wenn du in langer Sturm bist durchgegangen, gib nicht ab. Gott hat einen Plan für dich. Wenn du durch eine Weide gehst und dort spät sich so all deine Träume sind kaputt gegangen, Gott hat sein Ju ab Arm. Er kann sein, was du durchgehst, wenn du Arm wirst vertrauen. 2 Jahre gehen vorbei und dann hat den Pharao einen Träum. Und ich will war nicht all diese Farschen lesen, was krieg für das Träum gehen, aber dort jetzt ein bisschen steht. Pharao sein Träum ist, da sind 7 Vaterkäde, die kommen rüber und riefen. Und dann sind da 7 Däne, die kommen nur diese 7 Vaterkäde und die eten die Vaterkäde ab. Und dann sind da 7 Ohren von Korn. Gaude Vaterohren, die kommen ab. Und dann sind da 7 Däne Ohren, die kommen auch ab und die eten diese 7 Vaterohren ab. Das ist ein interessanter Träum. Kee, wird Kee eten dann und Korn, wird Korn eten dann. Und dann ab einmal das Däne von den Pharao, dann denkt er da an. Auf einmal denkt er da an, ich will auch ein Gefängnis. Ich habe auch einen Traum. Und da will einer, der gibt mir diese Bedienung. Und er sagt, Pharao, wendet. Und Pharao sagt, bring Josef, bring ihn hierher. Er soll das hören. So Josef ist rein gemerkt, geputzt. Und er soll den Pharao treffen. Denn Mann, was wir können sein, zu der Zeit in der Welt, hat das meiste Kraft. Vers 15 und 16 in uns Text. Und der König sagt zu Josef, horch einmal, ich habe einen Traum gehabt, und keiner kann den dienen. Dort wird gesagt, dort, wenn du in einen Traum hörst, kannst du den dienen. Und Josef sagt, und ich wünsche, wir würden horchen, ich kann dort nicht, mein Herr, aber Gott wird dem König eine gute Dienung geben. So hier von Gefängnis, but in Palace. Von dort manche Gefangene sind, but für den Pharao. Josef ist dort für all diese Menschen. All diese Wiche von der Ägypten Land, das kraftvollste Land in der ganzen Welt, du hast Josef. Und was sagt Josef zu den Pharao? Er sagt, das ist nicht mir, das ist Gott, wer die Antwort wird geben. Was würden wir haben getan in diesen Umständen? Würden wir haben gesagt, ich kann das, sei mir den Traum, ich werde die sein? Was immer dir fehlt, Pharao, ich werde die sein. Josef sagt, Gott wird die Antwort geben. Und dann sagt Pharao Josef diesen Traum und Josef sagt ihm die Bedienung. Und wir wissen die Geschichte von den 7 guten Jahren und den 7 schlechten Jahren. Und horch mal, was der Pharao sagt zu Josef, das Mann wäre ein Sklavier. Wer wir im Gefängnis gewesen für diese vielen Jahre, wir können sein ganz recht behandelt. Wir haben lesen von Vers 37, dort sagt, diesen Rut gefallen dem König und alle seine Beamte.
Und der König sagte seinen Beamten, Kuvi sest noch wo einen Fingen, sondern aus diesen, der Gott seinen Jäst an sich haft. Und der König sagte Josef, doch Gott, die dit gewesen haft, bewies, dass du kein anderer im Land so weis ist, und so die Sache versteht als du. Ich wurde über mein Land satten, und alle Ägypten sollen sich nach deiner Ordnung rechten. Ich sehe die Einzige, die noch über die steht. Und der König sagte Josef, ich sah die über ganz Ägypten. Und der König nahm seinen Ring auf seinen Finger und sah Josef dem auf dem Finger. Er leit am einen Rock von goldet Land sich drehen und leit am einen goldenen Kette rum seinen Hals. Er leit am ab seinen zweiten Bastet wehren vorn. Und als er durch das Land fuhr, sehen sie verarm, knallt jünt. So ward Josef den Gouverneur über ganz Ägypten. Und der König sagte Josef, ich sehe den König und hab alle Macht. Aber ohne dort, du dort latst, darf keiner in das ganze Land so viel aus der Hand oder den Fout abheben. Der König nahm Josef Safenat Panir und er gab ihm dem Jahl Asenat, das sei seine frühe Wort. Asenat wie eine Tochter von Potiphar, der Priest in An. So kam dort, dass Josef über ganz Ägypten angestellt ward. Josef war 30 Jahre alt, als er von dem ägyptischen König angestellt ward. Er reist in das ganze Land rum. Kijk mal, was es passiert in der Karte Tiet. Josef war im Gefängnis, hat keine Hoffnung, dass er da wohl mal rauskommt, für was er nicht hat getan. Und nun ist er der Gouverneur von Ägyptenland. Krieg unter den Pharao, krieg nächste zu den Pharao. Kann er mit feinen Pied reden, hat er feine Kleider, hat er einen goldenen Keder um seine Geneck, einen Ring auf seinen Finger, hat er eine Früh. Nun alles, was er erst durchgegangen. Nun hat er alles. Ich wundere, was seine Gedanken waren, sein gewasst. Wie er dort, das habe ich nicht verdient, oder war er dankbar zu Gott? Ich glaube, er war dankbar zu Gott. Es ist wie Hanel von Gerät, Eva und Eva, Gott hat einen Plan für Josef sein Leben und Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat die Gaben gegeben, Talenten gegeben, wo er will haben, diese Brücken zum Amdein. Und wer Gott brücken hat, merkt er auch Reut von Deinst. Und in dieser Zeit zum Reut merkt er erst eine Zeit, wo Ferken, wo wir demütig, wir lernen, wir wachsen, wir verlieren viel von uns selbst. Und dann bietet Gott uns wahre Träger durch sein Jäst. So deit er mit Josef. Und so deit er mit David, der ran für sein Leben für ein König ward. Er deit so mit Moses, der in der Wüste wie für 40 Jahre für die Kinge Israel rüt das Ägyptenland leiden deit. Er deit so mit Abraham, er muss seine Familie verloten und Lothar früh Gott, dass er wird sein einer Sehn abfern. Er deit so mit Josef, der von Gefängnis ging, mit den Palace Krieg unter den Pharao. Liebe Freund, wenn du nie groß durch diese Zeit von Prüfung gehst, wo du ganz gebrechen feilst, Gott will dich träg abbühen. Er will dich bitte wahre Taub stellen, das ist bloß er kann. Aber du musst auch weiten, er merkt die Reit für was Besonderes. Und wo du nie besser leben, der Komfort du hast, der Weide, wo du durch gehst, dort kann in einem Augenblick verändern, durch die Kraft Gottes. Wenn Josef ihr trüh, wenn er vertrüht Gott, er gibt Gott immer die Ehe. Gott sein Plan kann erfüllt seinen Arm. Ich glaube, wo wir vielleicht stärken bleiben, als Krieg in dieser Zeit von Prüfung, wo wir denken, ich habe das nicht verdient. Ich soll nicht durch so ein Brücken gehen. Und dann drehen wir unsere Augen weg von Gott und nur unsere eigenen Schwachheiten. Nur uns einer Sturm, nur unsere einer Dinge, was wir durchgehen. Und so schwer es wir unsere Augen von Gott wegnehmen und nur unser Trouble zielen, dann verlieren wir den Segen, was Gott für uns hat. Liebe Freund, hol fast an Gott, stu fast, hol an den Gott von Himmel und Erde, er wird die durchführen. Wir werden bald wiedergehen in der Geschichte, wir wollen ein paar Dinge übergehen. Josef, der Ägyptenland regieren und heute ihr Träger taub nehmen,
für 7 gute Jahre, wenn wir weiter wollen, 7 schlechte Jahre kommen. 7 Jahre mit keiner Ernte. Und dann kommt er bei diesen 7 schlechten Jahren von Hungersnot. Und die Menschen, die fehlten an Eten. Und Gott gibt Josef Weisheit, um all das Eten, wo er haben kann, und dass die Menschen können ankommen, Menschen von ganz über der Welt kommen, Ägyptenland, kommen Josef für Eten. Und du hast nicht bloß einen Hungersnot in das Land, Ägyptenland, du hast einen Hungersnot über die ganze Welt. Und wer fehlt an Eten? Josef, seine Familie. Das ist interessant, Josef hat nicht eier Proft in zu kontakten oder utfingen, wo die Dung, wenn er nicht frei ist. Aber seine Bräute kommt zu Abend zum Eten. Aber die Loten Benjamin tüß. Und Josef kennt ihn. Aber die kann Abend nicht. Und das ist interessant, Josef merkt ihn, den Bruder, mit Abend durch Loten. Und das ist ein Bruder, der muss in Gefängnis bleiben. Dass das nächste Mal, wenn die wollen kommen, dann wollen die Benjamin mitbringen. Und Jakob, den Vater, er will nicht Benjamin mitschicken, wenn das ist der einzige Sehen, was er noch hat von seiner geliebten Frau. Aber schließlich lässt er Benjamin gehen, lässt er sein Sehen gehen. Wenn er entfällt, war er an Eten. Und Josef, seine Bräder, kommt zurück. Und Josef sagt ihm, wer er ist. So werden wir mal lesen, 1. Mose 45, die ersten 8 Versen. Und was passiert hier mit Josef und seinen Bräder? Dann kann Josef sich nicht länger holen. Gott hier mal alle Rüte, sagt er zu seinen Diener. Keiner andere wird nur, als er seine Bräder weiten leid, wer er wird. Er hielt Lied, so dass die Ägypten dort hielten und dem König seine Lied dort anwarten. Und Josef sagt zu seinen Bräder, ach sie, Josef, lebt mein Vater nach? Aber die Bräder können ihm keine Antwort geben, so verfehlten und wunderten sei sich. Und Josef sagte seine Bruder, kommt her, dich bi. Und sie gingen nach Armen, und er sagte, ach sie, ihn Bruder Josef, der jene Ägypten verkauften. Hab nicht Angst, und sieht jünt nicht selbst da, dass je mir hier Hand verkauft haben. Gott schickt mir eier aus jünt her, Leves zu raden. Diese Hungersnot ist nun 2 Jahre hier, und die wird noch 5 Jahre sein, und seinen ernten. Gott hat mir aus dort, was zum Ewigen wir hier im Verrückt haben geschickt, so dass je in jener Familie würden leben blieben, ab einen wunderbaren Weg. Ich wurde nicht von Jünt hier haben geschickt, aber von Gott. Und Gott hat mich hier als einen Vater für den König gemerkt, der Herr über alles, was er eigent, und der Gouverneur über ganzen Ägyptenland. Hier ist was interessant. Was Josef seine Anstellung? Er hat hier Kraft über seine Bräute. Er konnte ihn dort gemerkt, in Gefängnis gesagt. Und danach weiß er ihn Barmherzigkeit. Weiß er ihn Gnade. Kriegt dort jeden Teil von, was seine Bräute am Hoden bewiesen. Seine Bräute, lange Zeit trägt, die Hoden am Gesein in den Stunden durch, die wir in Reut am dort zu merken. Aber Josef, wie anders. Josef weiß Barmherzigkeit. Josef weiß Leute. Josef weiß ein Beispiel. Was, wie sollen sein? Wo kann er dort? Wenn Gott hat ihm geschickt. Da wir von Gott, er verstand Gott sein Plan. Josef sagt, Gott schickt mich hier an. Da wir nicht jünt über Gott. Gott mögt das passieren. Gott hat dort zum vielen Lebens raten. Kick mal dort Verständnis, was Josef hat. Und er weiß es. Und dann werden wir das umdrehen. Wo bekicken wir uns in das Leben? Kriegt das selbst weich, was Josef tut? Kann wie sein, wenn da was Sturm kommt, da was Schlechtes passiert, was Negatives, dort ist der Gott, dort alles passiert? Heidet leiden, heidet fehlen? Und wenn Menschen uns sehr arg behandeln, da wir das persönlich nehmen? Haben wir dann ein Hut oder ein Bettnis? Oder sei wie Gott, was wirst du mir lehren? Gott, was wirst du mir verreut merken? Gott, was ist dein Plan? Und wann wir das haben, diese Gedanken von Gott sein Plan, wo wirst du mich hinführen, Gott? Dort lad uns vergeben und dort wir nicht besser wollen. Josef, seine Bräder, kommt trägen. Josef ist der Gouverneur von Ägyptenland und die Prachern veräten. Einzige Menschen würden sein, wie fingen ut, wer eine Person ist,
durch seine Sturm. Aber weißt du was, liebe Freund? Wir lernen noch mehr von einer Person, besonders von der Gottdown. Wenn die Rick sind, wenn alles glatt geht, wenn er dort nicht an die fehlen wird, und danach sind die besorgt, und danach wiesen die Leute. Jesus sagt, was ihr habt getan für die Wenigste, das habt ihr für mich getan. Wo behandeln wir die Person, die unter uns ist? Josef ist ein gutes Bild für uns, und ich wünsche, dass du zum Schluss von dieser Andacht so eine Einstellung haben, wenn Menschen die euch behandeln. Wenn Menschen von dir plüdern, negativ in dir sind, ganz euch behandeln. Dass du kannst sagen, Gott, was ist dein Plan? Gott, was wirst du mir lernen? Das hole ich nicht in den Person, aber ich will demütig sein. Ich will lernen, was Gott will von mir haben. Gott verfreund es ans Herr Jesus. Wie hoch es heute sagt. Hei haft uns mit Gott versäumt. In für uns es am gebiet. Wir kon seien dort mitte. Wie viel Heil verloren je. Drehen am Siege am Gebiet. Wann der Findes Macht uns dreht, in der Gräuter Sturm soll töbt. Nächte Ängste, stoh ich leb ich am Gebiet. Da bewies sich Jesu Trüsen, weil hei uns des Ide steht. Ein mächtiger trüher Rader, dein Gebete immerhin. Du hast gehört in der evangelischen Botschaft, Radioprogramm. Dankeschön für Hörchen. Mein Name ist Wes Heppner. Unsere Adresse ist die evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, Feier SO. Noch einmal dort, The Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Uns Website, sgospelmessageradio.com. Ich wünsche dir nächste gute Weg und ich hoffe, du kannst hier nächste Weg sein, zum dit Radioprogramm hören. Gottes Segen mit dir. Wie am Gebiet sind von Freunden wie verloren und wie ohne am Gebiet so es uns Profan.